Guten Morgen, wir haben heute in die Gästebettschule geschlafen wegen dieser Spinne gestern. Ich habe richtig spät aufgestanden, weil meine Mami war ins Krankenhaus gestern wegen Nieren, denke ich, man sagt in Deutsch, Kidney Problems. Und sie hatte so viele Schmerzen, sie musste aber einfach Zeit, ich muss dahin. Das Ding ist, dann habe ich mich so gestresst wegen dieser Corona. Aber ich denke, es sollte alles passen. She got released this morning and she could go home. They gave her some injections of something, I don't know what. But I'm just like so scared of this goddamn virus. Was ist in dieser Risikogruppe, was sie älter ist? So, that's not the fun. Aber ich hoffe, nichts ist passiert. And that she's fine. And for now, she's fine. So, that was my whole night. That was why I was kind of off yesterday evening. But jetzt werde ich gehen und mit Simon drehen und ich freue mich drauf. Because yesterday we didn't make it because the camera died because we were recording so many other things. So, ich freue mich drauf. Und heute haben wir ein Natural Hair Day, weil ich wusste, dass wir heute ins Pool gehen. Also habe ich meine Haare gar nicht geglättet gestern. Und das hier ist das Resultat. This is my hair. I don't know what's happening. Anyways, it's gonna get nass anyways soon, so I don't mind. Ich muss was mit meinen Locken machen, Digga. Die sind echt am Arsch. Too viel Bleach. Yeah. Base, call myself a babe. Blades, bitches, hey. Gestern eigentlich gekocht? Ja, ich habe nicht aufgehört zum Kochen. Ich habe nur das nicht die letzte Male gepostet, aber ich habe gestern diese Arrabbiata irgendwas ausprobiert. Alter, das hat so gut geschmeckt. Und ich habe, das war einfach so auf schnell, das war so diese Arrabbiata von Barilla, man kann das kaufen. Also fertig. Aber ich habe mein eigenes so ein bisschen da reingemischt, irgendwas. Diese Sauce hat so gut geschmeckt. Ich werde das wieder heute machen. Anyways, I might show you guys how I do it and post the recipe because it is so yummy. And now we're gonna weiter drehen. Falls ihr das nicht wüsstet, mein Freund heißt eigentlich Long Dong Silver Simon. Long Dong Silver Simon, aktiv. Oh mein Gott, anyways, wir machen gerade, wer würde er auf seine Insta-Stories, also check das mal ab. It's ridiculous, actually. Mein Special Move ist der Propeller. Ich werde nennen wir das der Helikopter. Ah shit, das war, wollte ich eigentlich sagen, ja. Egal, ist ein Propeller. Oh mein Gott, so schlimm. So schlimm, so schlimm. Do you guys think I'm dying? Also Leute, ich werde jetzt essen. Wow. Well, I didn't see that. Anyways, let's look at the pretty side. Look how pretty it is. Ich werde jetzt essen. Ich habe gerade diese Pasta gemacht. And I recorded it. Ich werde nur essen und dann werde ich das auch hochladen. Schmeckt super. Just try it out. Anyways, I'm gonna eat all by myself now. Simon hat McDonald's bestellt, weil für ihn passt es nicht, diese Pasta. Es ist nicht für dich, Charlie. Es ist nicht für dich. Aber was fuckt mich richtig ab ist, Simon meinte, hi Simon, du bist jetzt auf Kamera. Er meinte, er hat McDonald's bestellt. Ich hab gesagt, ich hole mir einen Burger. Ich ja, McDonald's. Nee. Und jetzt hat er Five Guys bestellt und er hat mir nicht diese Informationen gegeben früher. Und jetzt will ich auch Five Guys haben. Aber du hast bestimmt zwei Burgers bestellt. Ne? Eine für deine Frau auch, ne? Weil du weißt, dass ich Five Guys liebe, oder? Oder? Hallo? Vielleicht, seht ihr, dafür liebe ich ihn. I know him. Er will mich überraschen. Ja. Das stimmt. Yeah. Also, wer würde eher mit der Spinne im Schlafzimmer schlafen? Dass wir gerade oben haben, die große Spinne. Mhm. 3, 2, 1. Niemand, weil nee. Wir haben im Gästezimmer. Digga, ich werde sicher schlafen. Die Spinne war so groß. Ich habe ihn angerufen. Die Spinne war so groß. Die war so groß!
Also die Nudeln, wenn die fertig sind, pack immer ein bisschen Butter rein. And like make it melt. Und danach die Sauce hier. As you see, it's finished. Ihr nehmt einfach diese Dings hier. Ich habe so ein Mess gemacht. Und pack es rein danach in die Pfanne. Und just mix it up. And then it's done. And it tastes so good. And it tastes like 10-15 minutes to make. It's so easy. And yeah, that's it. Then you just put some Parmesan over it.